ein Wort von dir und ich bin da. Flieg mit dir zu den Sternen frei, yeah. Hast du denn schon Rückmeldung bekommen, wie das angekommen ist oder wie es angelaufen ist? Ja, total gut eigentlich. Und ich bin ja auch jetzt mit der zweiten Single-Auskopplung in den deutschen Airplay-Charts, also jetzt hintereinander. Und das ist natürlich genau schon ein mega Feedback. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon Verkäufe? Kann man das überhaupt sagen, nach so kurzer Zeit? Also digital geht es ja zum Beispiel bei Apple Music über die Online-Vorbestellungen und da war ich eigentlich immer recht weit mit dem Ranking mit oben. Da eben mit der letzten Single auf Platz 2, glaube ich. Ich kann jetzt gar keine Nummer sagen, wie viele Bestellungen das sind, aber das ist dann schon einiges. Und ja, CDs gehen jetzt nach der Reihe eigentlich raus. Ich bin ja auch das erste Mal irgendwie in einem Vertrieb vertreten. Sprich, man kann die CD im Handel kaufen und das ist natürlich schon nochmal spannender, als wenn die Leute nur bei dir bestellen und du verschickst dann. Vor allen Dingen, du bist noch vor Marie Reim, Christine Stark, Melissa Naschenweng, Semino Rossi habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Du hast alle überholt. Wow, dann weißt du mehr als ich, aber das sind ja gute News. Also das habe ich gelesen, als du auf den Airplay-Charts Nummer 2 warst, waren alle unter dir gelistet. Ich glaube nur Hildegard Knef mit irgendeinem Lied war noch auf Platz 1 und stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja, also insofern toi toi toi, ist das richtig gut angelaufen. Ich musste so ein bisschen lachen, als ich so auf deinem Instagram-Profil geguckt habe, habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, wo drin stand, dass bei den Proben zu deinem neuen Album die Polizei vor der Tür gestanden hat. Magst du uns diese kleine, hoffentlich lustige Anekdote erzählen, was da passiert ist? Ja, also das war gar nicht bei den Proben, sondern das war bei den Proben für eine Tour. Das ist schon länger her, wo wir uns gedacht haben, wir mieten uns eine Anlage und bevor wir die in den LKW packen, also mein Freund ist auch Tontechniker und hat ein Studio, muss ich dazu sagen, bevor wir diese Anlage jetzt in den LKW packen und damit auf Tour fahren, müssen wir die einmal aufbauen und ausprobieren, weil dann passiert es uns vielleicht, dass wir dort sind und es funktioniert irgendwas gar nicht. Und da war ich mit einem Sänger unterwegs, auch eben mit einer Schlagershow und wir haben gesagt, ach, wir räumen bei uns die Terrasse ab, wir haben einen großen Garten und bauen da die Anlage auf und machen quasi gleich im Garten Generalprobe. Die Nachbarn fanden das auch ganz nett, die haben sich so mit ihren Weingläschen da in den Garten gesetzt und zugehört. Aber ein Nachbar, der uns dann wohl nicht so wohl gesonnen war, hat uns die Polizei geschickt und wir haben zuerst gedacht, da gibt es jetzt dann irgendwie Rüffel, aber die wollten eigentlich nur nachfragen, ob wir noch eine Wurst und ein Bier für sie haben, weil sie gedacht haben, wir grillen und machen hier Party und die waren dann auch gleich wieder weg. Also die waren dann ganz nett. Aber ja, das ist die Anekdote dazu. Wusste denn die Polizei, wen sie vor sich stehen hatte? Also, dass du eine wirklich angehende Schlagerkünstlerin bist? Ja, wir haben die dann kurz dazu geholt und ihnen eben gezeigt, was wir hier machen und so. Und dann haben sie uns auch noch alles Gute für die Tour gewünscht und so. Also, ich glaube, die waren da schon ganz beeindruckt. Ja, beeindruckend, das ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn man so deine Biografie sich einmal zu Gemüte führt, wird aufgelistet, dass du ja beim ZDF Fernsehballett warst. Und du sagst selbst, es ist eine sehr harte Schule gewesen, es ist eine sehr harte Zeit gewesen, durch die du da gegangen bist. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, wie die Zeit dort war, wie dich das geprägt hat, etc. pp.? Ja, man sieht ja dann immer nur das quasi, was vor der Kamera stattfindet und wie viel Arbeit da dahinter steckt, dass das alles so leicht aussieht. Das sehen ja ganz viele, die da eben keine Einblicke haben, nicht. Und ja, erstens muss man natürlich immer im Training sein, weil du ja auch nie weißt, irgendwie, wie es weitergeht. Und das ist ja nicht so, wenn man einen Job hat, dass man dann sagen kann, jetzt habe ich erstmal irgendwie 2 Jahre da den Fixvertrag. Man muss ja auch immer an das denken, was danach kommt. Und da war sicher eine Herausforderung bei der Zeit beim Fernsehballett, dass du einfach gar nie an dem Tag selber, wo die Aufzeichnungen waren, weißt, wann du drankommst. Weil dann wurden doch Künstler herumgeschoben, zum Beispiel beim Kölner Karneval bei den Aufzeichnungen oder auch beim Fernsehgarten. Und du musst einfach einen ganzen Tag lang aufgewärmt bleiben,
weil es in der Sekunde heißen kann, so und jetzt geht's los. Und dann hast du eigentlich den ganzen Tag trainiert und dich warm gehalten, nur für diese 3 Minuten, die du dann dran bist. Also das sind schon körperlich auch herausfordernde Dinge, das jedenfalls. Und dann natürlich genau in dem Moment zu strahlen, egal was davor und danach war, ja, aber das ist Showbusiness. Ja, it's no business like show. Genau. Ja, das ist vielleicht für dich ganz gut, dass du im Prinzip schon mal weißt, wie es ungefähr abläuft. Gell? Das hat dich wahrscheinlich auch, ich sag mal, stark gemacht für das, was jetzt halt noch auf dich zukommt. Ja, definitiv. Also diese vielen Jahre auch im Musical haben mich wahnsinnig viel Disziplin gelehrt, die man auch gerade auf Durststrecken braucht. Weil wenn es leicht läuft, ist eh alles gut, dann brauchst du gar nicht so die Skills, sage ich mal. Aber dann eben durchzuhalten und auch mal vielleicht ins Nichts hinein zu trainieren, wenn du gerade nicht weißt, wie es weitergeht, das ist immer das Härteste irgendwo. Hast du denn Angst, dass es für dich so als Solokünstlerin irgendwo jetzt, ist da diese Angst, oh Gott, was ist morgen, wie könnte es denn weitergehen, begleitet dich das denn immer noch? Also ich würde es keine Angst nennen, weil ich definitiv ein total positiver, optimistischer Mensch bin, aber was manchmal schon so ganz leicht im Hinterkopf schlummert, dass ich mir denke, hätte ich das schon 10 Jahre früher gestartet, weil ich meine, ich bin jetzt 37 und ich fühle mich jetzt nicht alt oder so, gar nicht, und ich glaube auch, dass es für eine Solo Karriere nie zu spät ist, aber ich bin halt auch keine 23 mehr, also das ist vielleicht manchmal so ein Punkt und auch sicher der Gedanke, weil ich mich halt in meinen Videos und so schon sehr jugendlich zeige, viel tanze, mich auch gern sexy zeige und da total dazu stehe, aber keine Ahnung, ob das in 10 Jahren auch noch immer so authentisch ist, also ich bin da gerade auch an so einem Punkt, wo ich denke, was geht sich dann altersmäßig in 5, 6, 7 Jahren irgendwie noch aus und braucht es da vielleicht so einen kleinen Imagewechsel irgendwo. Das ist sicher ein Thema. Ja, vor allen Dingen, weil man ja halt sieht, die Mädels, die einsteigen, ich sag jetzt mal gerade eine Melissa Naschenbeck, die auch nochmal 7 Jahre, glaube ich, jünger ist, sind ja alle nicht alt, sag ich mal, ne? Oder eine Marie Rhein, die ja wirklich auch gerade mal Anfang 20 ist und das Ding da jetzt halt irgendwo rockt, die sind halt natürlich alle jünger, gell? Und ich kann mir halt vorstellen, gerade für eine Frau, du siehst ja top aus, so, ne? Aber gerade für eine Was Frau, willst du trinken? Nee, aber das ist ja für eine Frau auch nochmal ein ganz, ganz anderer Druck. Ja, auch wenn heute gesagt wird, ja, das ist ja gar nicht mehr so wie früher mit dem Druck für Frauen. Oh doch, der ist da, ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, die andere Seite der Medaille ist, und damit beruhige ich mich in diesen Momenten auch immer, dass ich mir denke, ich wäre vor 15 Jahren nicht bereit dazu gewesen, weil ich jetzt doch, also mir ist das schon wichtig, ich freue mich auch, wenn das Ganze kommerziellen Erfolg hat, absolut, aber ich gehe mit den Dingen, die nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorstelle, und mit dem Ganzen drumherum auch irgendwie viel, sage ich mal, gechillter, ganz salopp um, als ich das vor 15 Jahren getan hätte, weil man ist auch immer wieder, auch wenn es bei mir sich zum Glück in Grenzen hält, aber auch immer wieder mal einer Kritik ausgesetzt oder blöden Kommentaren auf Social Media, und also da gibt's ja einiges, das die Palette dazu bieten hat, und da kratzt mich so wenig davon, einfach weil ich auch schon diese ganze Erfahrung mitbringe, und das ist sicher ein absolut positiver Punkt. Bleib so, genau, bleib so. Du hast gerade das Thema Kritik angesprochen, wir haben gerade über den Druck gesprochen, auch nochmal so rückblickend auf das Fernsehballett. War das denn so, also kann man sich das vorstellen, da ist ja ein bunt gemischter Haufen an jungen, begabten und hübschen Frauen. Gab es da Zickereien oder war der Druck zum Beispiel groß, halt dauerhaft schlank zu bleiben, sag ich mal? Habt ihr sowas gespürt oder hast du sowas gespürt? Ja, definitiv. Und ich meine, da kriegt man natürlich auch immer wieder mit, dass mal jemand irgendwie nach dem Essen kotzen geht oder gar nichts isst oder so. Ja, also das ist auch im Musical irgendwie sehr verbreitet. Es wird auch unter Kollegen erschreckend wenig darüber gesprochen, dass das eigentlich teilweise so an der Tagesordnung steht. Und ja, ich meine, ich war immer sehr diszipliniert. Ich bin jetzt nie kotzen gegangen oder so, zum Glück. Also da bin ich auch psychisch zu stabil dazu irgendwie. Aber das ist da sicher ein Thema. Ja, und das mit dem Zickenterror und so ein Druck, ich sage immer, das hat auch ganz viel mit einem selber zu tun. Ich war nie jemand, der irgendwie so ein Konkurrenzdenken hatte, weil ich auch immer wieder das Glück hatte, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die mich ganz, ganz viel lernen lassen und auch immer davon profitiert hat. Und ich bin einfach der Überzeugung,
wenn jemand ja. gut ist und sein Ding mit Liebe macht und fair macht, gibt's da Platz ja. für jeden. Und da muss man niemanden mit dem Ellenbogen wegstoßen und irgendwie, ja, auch Leute zu haben, wo man irgendwie voneinander profitieren kann, ist eine ganz tolle Sache und das ist da viel eher mein Denken. Aber natürlich kriegt man solche Geschichten mit. Ich war zum Glück wirklich nie involviert. Ja, toll, toll, toll. Behalt dir das wirklich bei mit dieser positiven und, ich sag mal, wohlwollenden Art anderen auch gegenüber. Ne? Das ist auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Ja. Wie oft hattet ihr denn die Füße blutig getanzt durch hartes Training? Oh, ich könnte dir meine Zehen zeigen. Die sind trotz irgendwie Pediküre und Pflege, wären die nie wieder schön. Nein, ich habe schon meine zwei großen Zehennägel eingebüßt vor vielen, vielen Jahren. Die sind nur mehr so mit diesem Schellack, das man auch auf den Fingernägeln hat, dran. Also da wächst nichts mehr. Genau. Ja, also klar gibt's da körperliche Opfer, sage ich mal, die man bringen muss. Aber es ist es einen in dem Moment wert. Also für mich gab es auch nie quasi die Frage, tue ich das jetzt oder tue ich es nicht. Das ist sowas, was ich immer in mir gespürt habe, dass ich da irgendwie in diesem Bereich tätig sein muss und ich hatte da gar keine andere Wahl. Hat sich gelohnt. So, das war es jetzt aber auch zum Fernsehballett. Ich will zum nächsten Themenblock kommen. Und zwar finde ich das ganz, ganz zuckersüß, wie du über deine Omi sprichst. Du sagst ja, deine Oma ist nicht so ganz unschuldig an deiner Karriere, was ich ganz zauberhaft finde. Kann man denn sagen, dass deine Oma dein größter Fan, gibt es deine Oma noch? Ja. Okay. Ist deine Oma dein größter Fan? Ja, absolut. Und auch meine Mama irgendwo, die Oma braucht mittlerweile meine Songs schon auf einer Lautstärke, dass es die Nachbarn drei Häuser weiter noch hören. Aber ja, klar, also ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel auch mehrere Male im österreichischen Fernsehen und so und die sitzen immer und die Mama votet immer bei diversen Votings tausendmal mit und so und die fährt auch tatsächlich lange Strecken mit mir zu Interviews und so, die einfach selber nicht bewältigbar sind. Deine Oma oder deine Meine Mama, ja. Ja. Wie alt ist deine Oma? Jetzt 90 oder 90? Genau, die wird jetzt 90, ja. Wird 90, ach Gott, wie süß. Könnt ihr noch regelmäßig telefonieren und sagt sie dir dann, ach Kind, das hast du wieder so toll gemacht. Ja. Also wir verstehen uns am Telefon fast besser, als wenn ich sie besuche, weil man das richtig laut machen kann. Aber meine Mama ist jetzt seit 2 Jahren in Pension, in Rente, wie man bei euch sagt. Und die ist eigentlich jetzt während der ganzen Corona-Zeit fix bei meiner Oma. Und ich schaue auch, dass ich die beiden so einmal die Woche besuche und telefonieren fast jeden Tag. Ja. Ja. Du bist in Wien, richtig? Genau. Und deine Oma oder deine Eltern noch in Gmünd? Genau, dort, wo ich geboren bin. Und ich meine, das ist fast 2 Stunden Fahrt pro Strecke und das ist halt nicht gerade um die Ecke. Ja, kann ich verstehen. Guck mal, zu meiner Familie fahre ich 5 Stunden. Wahnsinn. Wo ist die? Aber, ich bin eigentlich aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt. Und ich bin seit 2010 bin ich aber in Hamburg. Also das ist dann schon eine ganz schöne Strecke. Ja. In Hamburg war ich auch länger, schöne Stadt. Eigentlich fast die einzige deutsche Stadt, in der ich mir vorstellen könnte, dauerhaft zu leben. Ja, mach das. Also ich würde sofort mit dir tauschen, ich würde nach Wien gehen. Aber solltest du mal nach Hamburg kommen und ich will nach Wien, lass uns mal einen Deal machen. Machen wir. Genau. Du hast gerade schon gesagt, so, ne, deine Oma, die verfolgt das auch alles vom Fernseher, wenn auch sehr laut, aber kann man auch trotzdem sagen, dass sie, obwohl sie dein größter Fan ist, auch irgendwo deine größte Kritikerin ist? Nein, das nicht, weil dazu hat sie, sage ich mal, von der ganzen Sache zu wenig Ahnung. Und ich meine, ich bin ihre Enkelin. Wenn ich einen Purzelbaum vor ihr schlage und einen falschen Ton dabei singe, findet sie das wundervoll. Also, das ist wirklich, ja. Also ich muss auch wirklich sagen, dass ich das alles nicht so geschafft hätte ohne den Support meiner Family. Also, ja. Na, also Kritik gibt's da gar keine. Ja, aber das ist, gell, wenn die Family hinter einem steht, dann ist halt so vieles einfach so viel einfacher. Ja. Die einem da auch irgendwie den Rücken frei halten und auch einfach mal einen Kopf waschen, wenn es halt echt irgendwie nötig ist oder so, ne? Das ist natürlich schon viel wert, ne? Ja. Findet deine Oma auch, dass du die, wie wurde geschrieben in der österreichischen Presse, dass du die Helene aus dem Waldviertel bist? Ja, das findet sie schon, ja. Ja.
Wie stehst du denn eigentlich dazu? Weil das ist ja jetzt tatsächlich doch schon ein bisschen öfter vorgekommen, dass du so irgendwie mit Helene auf eine Stufe Ja. gestellt wirst oder in gewisser Weise auch so eine Konkurrenz darstellen könntest. Empfindest du das selbst so oder nervt dich das mittlerweile total? Also ich glaube, ich bin da sogar ein bisschen selber mit Schuld dran, weil ich immer wieder gesagt habe, dass ich sie sehr bewundere. Und ich meine, ich glaube, es gibt da viel schlimmere Vergleiche. Insofern nehme ich das dankbar an. Aber mir ist schon wichtig zu sagen, dass ich wirklich mein eigenes Ding machen will und keine Ja. Kopie sein will. Ja, also wenn ich mir den Kommentar erlauben darf, ich finde, ihr seid zwei völlig unterschiedliche. Ja, also das sehe ich auch so. Ja. So, jeder macht für sich sein Ding, was halt auch mega gut ist. Aber ich glaube, wenn ich so deine Videos angucke, wie du dich bewegst, wie du singst, auch die Art der Texte, und rein optisch, wenn du jetzt blond gewesen wärst, könnte ich es, also richtig blond, dann könnte ich es vielleicht irgendwo noch verstehen. Aber ich finde, ihr seid beide so individuell da. Ja. Ich persönlich könnte es jetzt nicht, aber es ist ja auf jeden Fall, wenn du sie bewunderst, ja auch ein total schöner Vergleich so, Na, ne? absolut, ja. Ja. Habt ihr euch denn mal getroffen? Hat sie dir Tipps gegeben, weil sie vielleicht auch weiß, wie du zu ihr stehst, sag ich mal? Nein, das tatsächlich nicht, aber ich habe ganz viel auf Kreuzfahrtschiffen gesungen und da wurde mir gesagt von unserem Showkoordinator auf einem der Schiffe, dass sie auf dem Schiff, wo ich ganz lang gearbeitet habe, so ihre ersten Schlagerauftritte hatte. Und unsere Betreuerin, unsere Künstlerbetreuerin, hat damals auch im Büro von Uwe Kantak, der ja lang ihr Manager war, ich glaube jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu Doch, sein. doch. Doch ist er noch, ja. Du machst es Und noch. die haben da ganz eng zusammengearbeitet. Also es gibt schon so eine Verbandelung in die Richtung, sage ich mal. Wenn du dir jetzt so die Schlagzeilen anguckst, das ist ja so, ich meine, sie ist halt einfach Deutschlands bekannteste Schlagersängerin und es wird halt hoch und runter geschrieben. Wenn du das halt so siehst, befürchtest du das vielleicht für dich auch, dass zu viel da rauskommen könnte, was dir gar nicht so recht ist? Nein, erstens mal gibt es da natürlich nichts. Selbstverständlich. Nein, aber ich sag mal, jeder, der das macht und irgendwie was macht, wo man in der Öffentlichkeit steht, muss sich dessen bewusst sein, dass da nicht nur immer Dinge geschrieben werden oder Dinge ans Tageslicht kommen, wo man jetzt in die Hände applaudiert. Das ist irgendwie so die andere Seite der Medaille und ja, darauf muss man eingestellt sein und ich suche mir auch meine Kritiker sehr stark aus und insofern lasse ich da so Dinge, die ich doof finde, gar nicht an mich ran. Ich habe mir auch schon zwei, dreimal jetzt gedacht, es ist ja anfangs so, will man irgendwie die Presse und die Medien haben, weil es natürlich irgendwie, man ist dankbar, wenn man irgendwie bekannter wird und das ist unerlässlich auf dem Weg dahin. Aber dann, als ich das erste Mal in der Situation war, auch zu sehen, okay, da ist jetzt nichts, was wir selber initiiert haben und Blätter oder Zeitungen schreiben plötzlich irgendwie, ohne dass man das eben irgendwie selber in Gang bringt. Ja, da ist dann mal ein Foto, wo man sich so denkt, oh, da hätte ich mir jetzt ein besseres ausgesucht oder dann schreiben die mal was Komisches. Oder ich war zum Beispiel auch da habe ich es wirklich heftig erlebt, bei dem Terroranschlag in Wien unmittelbar dabei. Und da wurde sich am nächsten Tag dann total auf mich gestürzt und da gab es in einem so einem Boulevard-U-Bahn-Blatt in Wien einen großen Bericht, wo lauter Blödsinn drin stand. So, ich kam gerade aus meiner Wohnung, ich wohne ganz so am anderen Ende der Stadt und da habe ich dann tatsächlich auch von Freunden am nächsten Tag Anrufe bekommen. Wie kannst du das da jetzt irgendwie nutzen, um dich medial in den Vordergrund zu drängen? Und das ist irgendwie da mit so einem ernsten Thema unmöglich, wo ich dann wirklich sagen musste, Leute, ich kann da nichts dafür. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell das mal quasi aus deinen Händen gerät. Aber wie gesagt, das ja, es gehört dazu. Und damit Ja, muss man es ist halt rechnen. immer so, ja, ich habe da auch mal, ich hoffe, ich darf das so sagen, mit der Annie Perker, ich weiß nicht, ob du die Ja, kennst, ja, ja. die ist ja auch in Hamburg, habe ich da auch mal drüber gesprochen, sie sagt auch, ja, im Endeffekt, es ist halt ein Nehmen und ein Geben, gell, und manchmal muss man da vielleicht auch einfach so das ein oder andere Auge zudrücken, weil man dann halt auch weiß, was man dafür kriegt. Es ist natürlich blöd, weil ich finde immer, so eine gute Zusammenarbeit macht halt auch viel aus, Klar. aber das ist halt natürlich letztlich auch Boulevard, so, ne? Da wird halt Sicher. natürlich auch immer ein Ja. bisschen, ich sag mal, hochgepusht, um dann im Text auch wieder abzuflachen oder aufzuklären, aber manchmal sind Schlagzeilen halt eben doch sehr reißerisch. Wir wollen was Schönes machen, alles gut. Also, Ja, du kriegst auch
Du kriegst auch das komplette Interview nochmal zum Autorisieren. Das möchte ich nur mal. Ja, alles gut. Du, also ich bin eben, und das, da, um da nochmal den Kreis zu schließen zu der Frage, ich bin sowieso so ein offener Mensch und versuche irgendwie, ich versuche jetzt nicht das Bild einer Künstlerin aufzubauen oder einer Kunstfigur, die nichts mit meiner Person, so wie ich wirklich bin, zu tun hat. Das machen ja auch manche und das finde ich auch in Ordnung. Aber ich will einfach angreifbar sein und mich so ganz authentisch zeigen, wie ich bin. Und insofern, wenn man da so hinter der Person steht, die man nach außen transportiert, ist man da auch gar nicht so, so angreifbar irgendwo. Ja. Das war eine schlechte Idee. Lass uns mal darüber sprechen. Verarbeitest du damit eine Trennung oder einen Herzschmerz? Also ist es autobiografisch, das Buch? Das jedenfalls, jedoch nicht bei mir, weil ich habe schon 13 Jahre lang einen Freund und war zum Glück schon nicht mehr so lange in der Situation, wo ich irgendeinem Typen irgendeinen Blödsinn geschrieben habe. Aber ich kenne es so aus dem Freundeskreis, wenn man dann mal irgendwie an einem Mädelsabend miteinander weg ist und vielleicht ein, zwei Gläschen Sekt trinkt und dann schreibt die Freundin wieder irgendeinem Typen, den sie eigentlich schon längst abgeschossen hat. Und ja, ich glaube, das ist so ein Thema, auf das alle Mädels oder Frauen auch irgendwie ja zurückgreifen können in ihren Erinnerungen. Ja. Und ja, also das ist durchaus auch autobiografisch und mir ist auch immer wichtig, auch wenn es natürlich in meinen Songs manchmal um durchaus ernste Themen geht, aber dass es immer mit so einem Augenzwinkern ist. Ja, natürlich, klar. Wie steht er denn dazu, dass du jetzt quasi so ins Rampenlicht brechst? Positiv gemeint, ja. Im Rampenlicht stehst. Du bist ja jemand, der sich sehr sexy kleidet, das hast du ja auch gerade selber gesagt, auch sehr offenherzig. Wie geht der damit um? Stichwort Eifersucht. Der findet es super. Also Eifersucht gibt's bei uns tatsächlich wirklich gar nicht. Und ich glaube, das rührt daher, weil ich habe es vorher schon erzählt, er ist eben Tontechniker und hat auch eine Produktionsfirma, macht ganz viel Film und Fernsehen. Und der lebt auch so seinen Traum und seine Leidenschaft. Und da herrscht wechselseitig so viel Verständnis. Und der ist einer meiner größten Unterstützer und Supporter und Seelentröster in schlimmen Momenten. Und der dann noch ganz schnell die Autogrammkarten bestellt, wenn ich nicht weiß, welches Format ich da eingeben muss und schon am Verzweifeln bin. Also der steht zu 100% hinter mir und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil das echt nicht selbstverständlich ist. Also wenn ich schon selber irgendwie strahle, ist er der, der mich noch so eine Etage höher hebt und mich noch mehr strahlen lässt. Ach süß, ach Mensch, das klingt aber danach, dass auf jeden Fall bald die Hochzeitsglocken läuten sollten. Ja, schauen wir mal, ich halte da nicht so von, also für mich selber von so konservativen Dingen, weil auch natürlich kommt oft die Frage, ihr seid jetzt schon so lang zusammen, wann gibt es eine Hochzeit oder was ist mit Kindern? Also wenn das jemand möchte, ist das total toll, aber wir brauchen das irgendwie für uns gerade nicht. Vielleicht in 10 Jahren, keine Ahnung, aber ja. Ja, ich wollte gerade sagen, kategorisch klingt jetzt aber nicht danach, dass du das ausschließen würdest. Nein, es hat sich, ich meine, ich habe jetzt auch nicht mehr 100.000 Jahre Zeit für Kinder, aber es hat sich bis jetzt einfach nicht ergeben und ich sage auch mal, es ist gar nicht so, dass ich sage, boah, Kinder, nein, aber mein Leben ist gerade so toll und so schön und ich würde nichts verändern wollen und es ist eigentlich die Antwort und ja, diese Hochzeitssache kommt sicher daher, wir haben da auch mal drüber gesprochen, warum uns das beiden gar nicht so wichtig ist. Und für viele, die jetzt, sage ich mal, so einen Bürojob haben oder irgendwas machen, wo man nicht die ganze Zeit eh so in der Öffentlichkeit steht, ist das dann der Tag des Lebens. Die suchen sich ein tolles Kleid aus, die organisieren ein riesiges Fest. Das ist dann ihr Moment, wo sie im Rampenlicht stehen. Ja. Und ich habe das eh ständig und ich brauche nicht irgendwie so einen Tag, wo ich dann eh auch noch wieder alles organisieren muss, mein Kleid checken muss. Und das ist irgendwie, ja, würde für mich fast an Arbeit grenzen. Und ich weiß nicht, ob das ein blöder Vergleich ist. Aber irgendwie, ja, das, also flasht mich jetzt nicht so, wenn ich an so einen Tag denke, ja. Ja, also in wilder Ehe, habe ich gehört, soll es sich auch ganz gut leben. Vielleicht gerade da. Vielleicht gerade da, das stimmt. Und sag mal, wirst du denn als Frau, du sagst ja selbst, ne, du bist mit 30 oder mit über 30 oder Mitte 30 so richtig ins Business eingestiegen, bist jetzt 37, du bist kinderlos, du bist unverheiratet. Wirst du da als Frau in eine Schublade gesteckt? Also unmittelbar konfrontiert war ich damit noch nie eigentlich, muss ich sagen. Eigentlich nein.
So wirklich direkt konfrontiert war ich damit noch nie. Klar kommt mal immer wieder die Frage danach, aber die Reaktionen sind dann auch durchaus neutral. Also ich wurde jetzt noch nie dafür angegriffen oder so. Ja, toll, 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 dass es so bleibt, gell? Da bist du ja oftmals. Guck mal, ich bin jetzt 31, ich werde im Sommer 32, gerade getrennt, Okay. kinderlos. So, das ist wirklich so, wo du denkst, ja, irgendwie, was stimmt mit dir nicht? Wirst du so manchmal angeguckt irgendwie, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie noch so in der Gesellschaft drin, finde ich jetzt, dass man so als Frau, gerade Ü30, unverheiratet, kinderlos, absolut in eine Schublade gesteckt wird. Leider, leider, weil Ja, Frauen zahlen ja. so viel mehr, als es noch vor ein paar Jahren war, irgendwie, ne? Aber Ja. was willst du machen? Dann Ich. heißt wieder die Karriere geiler, heißt es dann am Ende, Ja, aber schau, ne? ich sag immer, und das ist wirklich einer meiner absoluten Mottosätze, egal wie du es machst, du wirst immer jemanden finden, dem es nicht passt, und deshalb mache ich es gleich so, wie ich das möchte. Absolut. Weil würde ich es Absolut. genauso machen, irgendwie wäre ich verheiratet und hätte ein Kind, würde es vielleicht heißen, ja, die lässt das Kind für die Karriere irgendwie zu Hause und vernachlässigt das und fährt nur rum und so. Also es ist völlig egal, wie man es macht, da gibt es immer jemanden, dem es nicht passt. Und das ist auch in Ordnung, finde ich. Ja, absolut. Muss man drüber Ja. sprechen, genau. Ich komme zum letzten Themenblock. Und zwar Florian Silbereisen. Und zwar ist er in Deutschland, ich weiß ja, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist er ja eigentlich der angesagteste Entertainer. So, ne? Newcomer, die in seiner Sendung auftreten, das ist eigentlich so ein Garant für die große Karriere dann. Wurdest du schon mal angefragt für eine Flori-Sendung? Nein, leider nicht, aber ich bin ein großer Fan. Also es gibt ja auch Leute, die nicht so toll finden, aber ja, mein Herz schmilzt. Auch das habe ich vielleicht mit Helene Fischer gemeinsam. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt mittlerweile sieht. Nein, aber der ist schon toll. Ich mag den einfach. Und ja, der macht da schon Entertainment auf großem Niveau. Absolut, ja, Deutschlands begehrtster Junggeselle, kann man Ja, so sagen. ich habe Also erst manchmal gestern zumindest gecheckt, auf dass der Twitter. in der DSDS-Jury sitzt. Das ging völlig an mir vorbei. Ja, der sitzt drinnen tatsächlich, ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt ich glaube am Wochenende oder so lief hier in Deutschland die erste Folge. Ja. Ich habe es ja nicht geguckt, weil ich Team im Dschungel bin. Zwei parallel geht immer nicht, aber ja, da hat er aber, er hat sehr viel Kritik dafür Ja. bekommen, so, weil halt gesagt wird, ne, guck mal, er ist eigentlich Sänger und Entertainer. Jetzt war er ja auf dem ZDF-Traumschiff. Ja. Das ist ihm immer um die Ohren geflogen, kritikmäßig, obwohl er es ja gut macht. Ne, dann hat er jetzt von Dieter Bohlen halt das DSDS übernommen. Also er wird da schon so schon kritisiert. Zu Unrecht finde ich auch, weil ich bin riesig, ich mag den Flori total gerne. Ich finde den unheimlich toll, muss ich wirklich sagen. Aber es ist halt nicht so komplett so gern gesehen, dass er jetzt eben solche Formate da auch übernimmt. Aber Ja, aber sei das sieht man, je weiter es in der Leiter hinaufgeht, desto mehr Neider gibt's und desto mehr bist du das stimmt. natürlich auch Gesprächsthema und da braucht man schon eine dicke Haut. Absolut, absolut. Julia, das wäre es von meiner Seite aus gewesen mit meinen Fragen. Gibt es denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was wichtig für dich wäre, dass wir es noch irgendwie in den Artikel mit aufnehmen, was du loswerden möchtest? Also super wäre, wenn wir vielleicht darauf hinweisen können, dass ich auch Videobloggerin bin und einen wöchentlichen Videoblog habe, der Schlagerprinzessin on Tour heißt, wo ich die Leute so ein bisschen ja Backstage mitnehme, sage ich mal. Sehr gut. Da mache ich manchmal Home Stories oder eben auch Backstage-Berichte von Auftritten oder Quatsch zu diversen Themen. Und dass wir jetzt gerade an einem TV-Format arbeiten, das heißt Audienz bei der Schlagerprinzessin. Ich lebe ja die Schlagerprinzessin auch mit so einem riesigen Augenzwinkern. Und da wird es darum gehen, dass wir Promis einladen, denen ich ein Schlagerfeeling mitgeben will, die mit dem Business gar nichts zu tun haben. Da sind Sportler Ja. dabei oder auch mal ein Politiker. Und bei denen wird dann mit einem Schlagometer gemessen, wie viel Schlagergefühl ich ihnen quasi bei der Audienz mitgeben konnte. Und sie müssen mir dafür irgendwas aus ihrem Business oder ihrer Profession quasi beibringen. Und da sind wir gerade dran, das zu drehen. Kannst du bitte Moritz Bleibtreu einladen, deutscher Schauspieler? Wenn Alles klar. Magst du mir per WhatsApp einmal den Link zu deinem Blog schicken nochmal, Ja. dass ich den direkt im Handy habe und mitnehmen kann? Super, ja, Genau. gerne. Das ist meine private Nummer, von der ich anrufe. Auf die kannst du mir jetzt auch via WhatsApp schicken, wenn du Okay, magst. cool. Super, Julia. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Auskunft. Ich wünsche dir toi, 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 alles Gute, dass alles super verläuft, dass das Album
Bewerbung sich gut platziert und dass wir von dir in Zukunft noch ganz, ganz viel hören werden. Danke dir auch für die Zeit, war total nett und ganz liebe Grüße nach Hamburg. Liebe Grüße nach mir. Alles Liebe, danke dir, tschüss.